Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das 10. Rennen der heurigen Formel 1 Saison in Silverstone. Bleibt dran! Der große Preis von Großbritannien in Silverstone ist und bleibt ein traditionsträchtiges Ereignis auch im heurigen Rennkalender. Es begann mit einem großen, schweren, schockierenden Unfall und Lewis Hamilton lieferte eine Aufholjagd, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Ist das der große Wendepunkt für Mercedes? Noch nicht ganz. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war für mich eine Augenweide während des Verlaufs des Rennens, die Aufholjagd, die Überholmanöver von Lewis Hamilton und Mercedes wieder einmal live mit ansehen zu können. Nach langem, nach dem großen Preis von Kanada, war das endlich wieder mal ein Rennen, wo ich vor dem Fernsehbildschirm gesessen bin und mitgefiebert habe. Von der ersten Minute bis zur Checkered Flag am Ende des Rennens. Ja, gleich zu Beginn, da blieb uns allen wohl die Luft im Halse stecken. Ein riesiger Schockmoment, als der Alpha Tauri Bolide nicht nur von der Strecke abflog, sondern auch durch die Luft flog und über die Absperrungen in den Zwischenraum zwischen der Rennstreckenbarrier und den Absperrzäunen hineingeflogen ist. Nur mit viel Mühe, nur mit Glück, so muss man sagen, ist niemand ernsthaft verletzt worden, schon gar kein Zuschauer. Obwohl es im ersten Moment, wenn man so die Bilder noch einmal sich vor Augen führt, beziehungsweise sie noch einmal ansieht, wirklich der Meinung sein könnte, er fliegt auch über die Zäune hinweg mitten ins Publikum, was natürlich ein riesengroßer Horrorunfall gewesen wäre, noch mehr als er es eh schon war. Denn der Schockmoment, der erste Schockmoment in dieser Situation war, als sich der Rennbolide auf den Rücken drehte und man Angst haben muss, was mit dem Kopf des Piloten, des Fahrers passiert. Ja, alle Sicherheitsvorkehrungen der Formel 1 und der Rennwagen haben in dieser Schocksekunde, Gott sei Dank, funktioniert und gegriffen. Bis auf einige Prellungen und einen Aufenthalt in der nächsten Krankenstation ist Gott sei Dank außer Sachschaden nicht viel passiert. Wie geht es mit Mercedes weiter? Wie geht es mit Lewis Hamilton weiter? Was können wir hier in der zukünftigen Rennsaison, in der zweiten Hälfte dieser heurigen Saison noch von Mercedes erwarten? Ich denke, dass die Regelungen der FIA in Bezug auf das Bouncing vielleicht Mercedes jetzt nicht per se helfen werden, aber den Konkurrenten mehr Stress bereiten wird, als es bisher der Fall war. Ich denke, dass wir einen zumindest minimalen Leistungsabfall bei Ferrari und Red Bull sehen werden und dass sich hier die Lücke von den großen zwei, von den heurigen großen zwei hin zu Mercedes etwas schließen wird. Ja, ich gehe davon aus, dass Mercedes in der zweiten Hälfte der Saison etwas konkurrenzfähiger sein wird. Reicht es für die Siege? Vielleicht noch nicht ganz aus eigener Kraft, aber mit Sicherheit wird man da sein, wenn es Podiumsplätze, wenn es erste Plätze zu holen gibt. Bei Regenrennen, wie wenn wieder einmal technische Defekte auftreten sollten bei Ferrari oder Red Bull, dann wird Mercedes mit Sicherheit Blut lecken und an ihre Stelle rücken. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob sich hier tatsächlich für Red Bull und Ferrari ein etwas größeres Problem in Bezug auf das Reglement und der Aerodynamik im Unterboden
auftun könnte und es zu einer ähnlichen Situation wie vor 3 Jahren oder 4 Jahren kommen könnte, wo ja Ferrari mit den Unregelmäßigkeiten im Motor-Engine-Bereich durch die FIA in ernsthafte Probleme gestoßen wurde. Das könnte ich mir hier auch vorstellen, dass es passieren und dass es für Red Bull und Ferrari knapp werden könnte. Also freuen wir uns über einen sehr spannenden Grand Prix von Großbritannien. Wieder einmal eine traditionsreiche Rennstrecke, die wir auch in der heurigen Saison mit viel Spannung vor dem Fernseher oder und auch live verfolgen durfte. In diesem Sinne, das war es auch schon für heute, für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Daumen nach oben hier. Das wäre eine tolle Unterstützung für den Kanal. Und nur ein, zwei kleine Mausklicks für euch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.